Ich habe keine Präsentation dabei und sicherlich auch einen ganz schweren Stand heute Nachmittag nach diesem Feuerwerk, das wir erfahren haben. Ich darf Sie trotz und alledem noch mal um einige Aufmerksamkeit bitten, auch wenn ich vielleicht den einen oder anderen Enthusiasmus und selbst das eine oder andere ausgegebene Ziel des heutigen Nachmittags und des heutigen Morgens nicht unbedingt teile oder vielleicht sogar die eine oder andere Gewissheit, mit der hier operiert worden ist, aus einer ganz persönlichen, aber auch aus einer institutionellen Sicht in Frage stellen möchte. Wir haben es gerade gehört, es gibt große Unterschiede zwischen Amerika, den USA, die Frage, wie sozusagen die Unternehmer, und das hatten wir auch heute Nachmittag schon gehört, selbst die Wissenschaft sozusagen daran glaubt, dass es wichtig ist und letzten Endes auch zu größeren und besseren Ergebnissen führt, kleinere Projekte zu wagen, einfach eine eher Abenteuerhaltung oder jedenfalls eine Wagnis, eine Risikobereitschaft zu haben, als in den festgefahrenen europäischen oder eben auch nationalstaatlichen Strukturen in Europa. Und da ist zweifelsohne etwas dran. Dessen ungeachtet haben wir uns ja in den vergangenen Jahren damit beschäftigt, sozusagen beides irgendwie hinzukriegen. Und wenn Rick gerade gesagt hatte, wir sollten diese Lücke versuchen zu überbrücken, dann stimme ich dem zu. Und trotz alledem, aus einer gewissen Rückschau heraus, möchte ich doch noch mal schauen, was wir eigentlich in Europa gemacht haben in den letzten Jahren und ob das, was mit Filmarchiven, aber auch mit anderen Archiven, Museen und kulturellen Einrichtungen passiert war, wirklich für uns, mag es ein europäisch normaler Weg sein, aber wirklich für uns das Richtige war. Mehr Verantwortung für das kulturelle Erbe heißt der Untertitel dieser Konferenz und über dessen Bedeutung war ich mir von Anfang an nicht ganz klar. Ist denn dieser Untertitel nämlich mehr Verantwortung zu übernehmen, appellativ gemeint? Bezeichnet das mehr an Verantwortung ein Ungenügen an der jetzigen Situation? Wenn ja, von wem möchte uns jemand mehr Verantwortung aufbürden und wenn ja, welche genau? Reden wir hier über eine Verpflichtung, einen Wunsch oder einen bloß guten Vorsatz? Das ist nämlich nicht unerheblich in der gegenwärtigen Situation beschäftigt uns die Frage nach der Verantwortung intensiv, weil wir, wie ich denke, an einem Scheidepunkt stehen. Als Filmerbeeinrichtung sind wir es womöglich mehr als andere Archive und Museen gewohnt, die kulturellen wie wirtschaftlichen Implikationen unseres Mediums zu reflektieren, die durchaus antagonistischen Interessen gegeneinander abzuwägen, all die Probleme vor Augen zu haben, die sich aus legitimem privatwirtschaftlichen Profitstreben der Filmbranche, Interventionen der öffentlichen Hand und unserer Rolle als Kultureinrichtung, als Filmarchiv, als Filmmuseum zwangsläufig ergeben. Das ist kein einfaches Feld, wir wissen das, aber eines, das wir, wie wir denken, doch bislang erfolgreich bestellt haben. Wo also liegt der Scheidepunkt? Lassen Sie mich zunächst Rückschau halten auf die verschiedenen Internetplattformen, die das Deutsche Filminstitut seit 2003 verwirklicht hat, auf deutscher wie europäischer Ebene, zu einem relativ frühen Zeitpunkt. Es war das Jahr 1997, haben wir am Deutschen Filminstitut damit begonnen, das Netz als eine Chance wahrzunehmen, den Kern unserer Arbeit öffentlich zu machen. Öffentlich zu machen, zu öffnen, für Transparenz zu sorgen. Nämlich Informationen, Daten, Materialien, Geschichten zum deutschen Kinofilm. Und damit ins Internet zu transferieren, was in Jahrzehnten gesammelt, gesichtet, bewertet, an Expertise aufgebaut worden war. In Projekten, die zugleich Ausdruck unseres Selbstverständnisses wie unserer Kernkompetenzen sein sollten, mit starkem Akzent auf Information und Dokumentation und, wie wir hofften, mit attraktiven Inhalten, die auf unseren Sammlungen basierten. Das ist also der klassische Ansatz, als wir sozusagen aus uns heraus meinten, über bestimmte Kompetenzen zu verfügen und uns, wenn man so will, zwar bescheiden, aber doch eine Deutungshoheit zuschrieben.
Dieser direkte Konnex zwischen unserer Arbeit, unserer Erfahrung und der Möglichkeit zur datenbankgestützten Veröffentlichung im Internet führte zum Aufbau und zum Ausbau von filmportal.de, der zentralen Plattform zum deutschen Kinofilm, das schließlich im Februar 2005 online ging. Die Bundesregierung, das Land Hessen, die Filmförderungsanstalt und die Murnau-Stiftung, also die öffentliche Hand, die Filmwirtschaft und Rechteinhaber, haben insgesamt damals rund 2,1 Millionen Euro für die Realisierung dieses Portals bereitgestellt. Jeder Förderer womöglich mit ganz eigenen Interessen, und doch, keiner wäre vor 10, 12 Jahren auf die Idee gekommen, kulturpolitische oder wirtschaftliche Vorgaben für ein solches Projekt zu machen, als es um dessen Finanzierung ging. Und seit seinem Start im Jahr 2005, also bald 10 Jahre, hat filmportal.de mehr als 25 Millionen Besucher und fast 90 Millionen Seitenaufrufe verzeichnet. In diesem Jahr waren es bisher 1,5 Millionen Unique Visitors, die 4,7 Millionen Seiten aufriefen, Crawler also nicht mitgerechnet. Das sind Zahlen, die für ein Special Interest Portal die Vergleiche zu anderen öffentlichen Angeboten von Kultureinrichtungen vermutlich nicht scheuen müssen. Aktuell dokumentiert die Datenbank 83.000 deutsche Kinofilme, und wenn ich sage dokumentiert, dann meine ich eben mit durchsuchbaren Metadaten von Kinofilmen von den Anfängen bis heute, Daten, recherchierte, validierte Daten zu 186.000 Personen, die an diesen Kinofilmen beteiligt waren. Dieses Angebot umfasst weiterhin jede Menge Text, Biografien, 12.000 Inhaltsangaben, 6.750 Plakatabbildungen, 2.100 Videos und 6.000 Textmaterialien plus 91.000 Fotografien. Es spielt eigentlich gar keine so große Rolle, nur sei darauf hingewiesen, auf all diesen sehr unterschiedlichen Materialien liegen Rechte. Die meisten von ihnen stehen voll unter Copyright. Und trotzdem halten wir es für sinnvoll, und offenkundig interessiert es ja auch die Nutzer, sie zu veröffentlichen. Es ist die umfangreichste, frei zugängliche, nicht kommerzielle Plattform zum deutschen Film im Internet und zugleich die ausführlichste, öffentlich abrufbare nationale Filmografie in Europa. Und in unseren Augen ist das seit 10 Jahren ein Erfolg. Nennen wir diesen Erfolg immer noch einen Erfolg, zumal unser Portal ja eher von konservativem Zuschnitt ist, getragen von einer Datenbank, an der täglich 3 Leute arbeiten, und zwar Leute, die wir selbst bezahlen und die zu unserem Team gehören, um nämlich ihre Rechercheergebnisse nach filmografischen Fakten einzutragen oder eben Personen zu recherchieren, die dann dank eines gemeinsamen Projektes mit der Deutschen Nationalbibliothek in die Personennormdatei der DNB überführt werden. Das ist Kernarbeit. Das sind Kernaufgaben, sind Alltagsaufträge, wie auch die der Portalredaktion, Biografien zu schreiben, Fotos zu besorgen und diese anzubinden an Filmwerke, Werke und Personen in der Datenbank. Warum? Damit die Suche auf unseren Seiten, auf unserem Portal zu einem schlüssigen, validen, vertrauenswürdigen Ergebnis führt. Was, und der Seitenhieb sei mir an dieser Stelle schon einmal gestattet, nicht überall der Fall ist auf Kultur- und Wissensportalen, dass man findet, was man sucht. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Genese dieses unseres Filmportals, seine Gestaltung und seinen Inhalt wesentlich vom Kern unserer Arbeit bestimmt, also angebotszentriert und nicht nachfrageorientiert waren. Die Erstellung einer nationalen Filmografie und ihre Veröffentlichung im Internet, angereichert durch Text- und Fotomaterialien, erschien uns als Kultureinrichtung per se als selbstverständliche Notwendigkeit.
von der es Kulturpolitik und Wirtschaft zu überzeugen galt. Die Nutzer, die am deutschen Kinofilm interessierte Allgemeinheit, die Branche selbst und die Fachwissenschaftler würde dieses Angebot zu schätzen wissen. Da waren wir uns sicher. Mal davon abgesehen, dass wir damals, zu dem damaligen Zeitpunkt, ohnehin keine Instrumente in der Hand gehabt hätten, um sozusagen potenzielle Nutzererwartungen tatsächlich zu quantifizieren und zu qualifizieren, erschien uns das, was uns selbst interessierte, letzten Endes sozusagen gespiegelt ins Publikum, etwas zu sein, das Anklang finden würde. Und ehrlich gesagt, so war es ja dann auch. Einen anderen Ansatz verfolgte das nächste Portal, das unter Leitung des Deutschen Filminstituts in den Jahren 2006 bis 2009 entstand. Transparenz herzustellen zwischen den europäischen Archiven, ihre Zusammenarbeit zu intensivieren und Know-how zwischen diesen Partnern auszutauschen, das waren die Beweggründe, aus denen heraus 18 europäische Filmarchive einen Verbundkatalog über ihre Non-Fiction, also dokumentarischen Filmbestände, erstellten. Das Portal, es hieß filmarchivesonline.eu, wurde zwischen 2006 und 2009 realisiert und verzeichnete am Ende 28.000 Filmwerke, jeweils mit Materialangaben und Inhaltsbeschreibungen in der Landessprache, aber auch 18.000 Inhaltsbeschreibungen auf Englisch, also übersetzte Inhaltsangaben. Und ich rede die ganze Zeit noch nicht über Bewegtbild. Gefördert wurde dieser Katalog, dieser Verbundkatalog vom eher wirtschaftlich orientierten Media-Plus-Programm der Europäischen Union und zielte damit von vornherein auf professionelle Nutzer ab, die Archive selbst, Forscher, Dokumentarfilmer, Fernsehanstalten, Redakteure etc. Und auch wenn sich die beteiligten Partnerarchive den ein oder anderen zusätzlichen Lizenzverkauf, ich nehme an, der BBC geht es ähnlich, den zusätzlichen Lizenzverkauf von dokumentarischem Filmmaterial erhofften, bildete die kommerzielle Verwertung doch nur einen ganz kleinen Nebenaspekt. Das Portal wird übrigens auch heute noch, knapp 6 Jahre nach Projektende, stetig genutzt und registriert ca. 160.000 Besuche und 900.000 Seitenaufrufe pro Jahr, was viel ist für ein Portal, das nicht mehr wächst, das einfach nur einen Katalog darstellt. Ja, generiert es eigentlich zusätzliche Einnahmen? Sicherlich, da es die Suche nach filmischen Dokumentaraufnahmen in diesen beteiligten Archiven vereinfacht, fallen diese Einnahmen ins Gewicht? Eher nein. Brauchen also Filmerbeeinrichtungen eine Art Broker, der die Vermarktung und Verwertung der Bestände, der mit öffentlichen Mitteln erstellten Digitalisate, auf eigene Rechnung übernimmt? Seit Mitte der 1990er Jahre waren die wichtigsten Impulse für digitale Strategien im Kultur- und Wissensbereich und für die damit in Zusammenhang stehenden Urheberrechtsfragen von der Europäischen Kommission ausgegangen. Ihre Digital Agenda übertraf in den Fragestellungen wie in den Lösungsansätzen sicherlich alles, was zu jenem Zeitpunkt auf nationalstaatlicher Ebene in Europa gedacht wurde. Dass diese Digital Agenda zugleich eine Political Agenda sein könnte, war den Bibliotheken, Archiven und Museen vage bewusst, in seinen Konsequenzen aber sicherlich überhaupt nicht vorstellbar. Rückblickend auf das Jahr 2007, in dem die Europeana Foundation gegründet wurde, erinnere ich die Aufbruchsstimmung, den Idealismus, den Enthusiasmus, mit dem wir im Vorstand der Europeana Foundation an die Arbeit gingen, von der wir meinten, sie läge vor uns. Wir sprachen uns für spartenspezifische Portale aus, entwarfen zugleich spartenübergreifende, das heißt Bibliotheken, Museen, Archive, Filmarchive, umfassende Projekte, skizzierten themenbezogene, kontextualisierte gesamteuropäische Vorhaben,
genossen die Vorstellung, die Europäische Kommission würde Kultur und Wissenschaft als Antworten auf Fragen nach einer gemeinsamen europäischen Identität begreifen. Immerhin hatten sich ja mehrere Staats- und Regierungschefs für eine europäische Antwort auf Googles Herausforderung ausgesprochen. Die Kommission ein solches Vorhaben als ihr kulturelles Flaggschiff bezeichnet. Von heute aus lässt sich konstatieren, dass dies so nicht stimmte. Wenn Kultur in ihrer vermittelnden Funktion von Ideen, Ereignissen, Geschichte bedeutet, Kontexte und Interpretationen anzubieten, aber zugleich offen zu sein für andere Perspektiven und Wahrnehmungen, offen für dialektische Prozesse von Aneignung und Gegenwehr, per se eigentlich unberechenbar und genau deshalb produktiv, dann hat sich dieses Flaggschiff als der falsche Dampfer für uns erwiesen. Wir hätten schon gewarnt sein müssen, als gleich zu Beginn unser fachlicher Rat valide, datenbankgestützte Informationen und digitale Objekte kontextualisiert anzubieten, verworfen wurde zugunsten reiner, kontextfreier Digitalisate, die Quantitäts-, aber nicht Qualitätskriterien zu erfüllen hat, mithin Erfolgsparameter, die nie die unseren waren. Beispiel: Wir wollen 10 Millionen Objekte, digitalisierte Objekte dann und dann haben und es ist egal, welche Metadaten da dranhängen. Das ist eines der Grundprobleme und ein Geburtsfehler dieses Riesenprojektes gewesen. Und solche Erfolgsparameter machen übrigens auch jenseits oder diesseits der großen marktbeherrschenden Anbieter keinerlei Sinn. Das European Film Gateway, EFG, das als einer von mehreren sogenannten spartenspezifischen Aggregatoren entstand, folgte trotzdem der Logik von Europeana, schließlich bekamen wir ja alle Geld dafür, als es zwischen 2008 und 2011 entstand. Es bietet Recherchemöglichkeiten und Zugang zu 650.000 digitalisierten Sammlungsobjekten, darunter immerhin 34.000 Filme aus 30 europäischen Filmerbeinstitutionen und adressiert sowohl private als auch professionelle Nutzer. Gemessen an diesem Angebot, einem großen Angebot und im Vergleich zu Filmportal, sind die Nutzerzahlen gleichwohl deutlich geringer. Circa 250.000 Besuche und 1,4 Millionen Seitenaufrufe pro Jahr. Was meines Erachtens daran liegt, dass die Digitalisierte eben nicht kontextualisiert vorliegen, die Nutzerinnen mithin nicht wissen können, nach welchen Kriterien ihre Suche zu Ergebnissen führen und in welchen Zusammenhänge diese Suchergebnisse stehen könnten. Das sollte sich erst jetzt ändern. Bei EFG 1914, der Anreicherung von EFG um Filme und andere Materialien aus und über den Ersten Weltkrieg, da dieser Ansatz nunmehr themenzentriert und fachlich fundiert war. In der Zusammenarbeit eines Konsortiums von 26 Partnerarchiven wurden zwischen 2010 und 2013 mehr als 2800 Filme digitalisiert und online zur Verfügung gestellt, in Zusammenhang gebracht mit anderen filmbezogenen Objekten. Und sie ermöglichen dadurch Einsichten in spezifisch nationale Perspektiven des Ersten Weltkriegs über generell sich entwickelnde Funktionen des Mediums, also des Films, als Propagandamittel und anderes. Die Resonanz durch Medien und Nutzer auf diesen Auftritt war einfach enorm und hat uns als koordinierende Einrichtung darin bestätigt, dass verlässliche, konzise, im Kontext erfahrbare digitale Wissensvermittlung im Netz ihre Nutzer findet. Aber es wird das letzte Projekt seiner Art gewesen sein im Rahmen der Europeana. Das letzte Digitalisierungsprojekt. Die EU-Kommission hat ihre Digitalisierungsförderung eingestellt. Sie hat, wir haben es heute schon gehört, Europeana dem Struktur- und Investitionsfonds zugeschlagen, in dem das einstige kulturelle Flaggschiff sich neben Investitionen in Verkehrswege und andere Strukturmaßnahmen zu behaupten hat, mit der Maßgabe, zunehmend Rendite abzuwerfen, und Hilversum hat da ja als Beispiel schon einige
denke ich, Nachdenklichkeit auslösen können. Und Europäer, dieses von oben geschaffene, nicht geerdete, von keiner fachlichen Mission angetriebene Geschöpf der Digital Political Agenda, hat sich darauf eingelassen und verkündet, sich von einem Kultur- und Wissensportal zu einem auch kommerziellen Broker für Digitalisate wandeln zu wollen. Einst mitgegründet, um mehr Kulturgüter des 20. Jahrhunderts öffentlich verfügbar zu machen, verfolgt Europäer nunmehr eine Strategie des kommerziellen Handels mit CC0 gelabelten Materialien, die gerade nicht zum Kernbestand des 20. und 21. Jahrhunderts zählen. Mit diesen von den Archiven zur Verfügung gestellten Materialien will Europäer in 2020 laut dem eigenen Businessplan circa 1,9 Millionen Euro einnehmen. Und genau hier liegt der eingangs erwähnte Scheidepunkt, an dem sich die Frage nach der Verantwortung oder einem Mehr an Verantwortung neu stellt. Dass die Nachnutzung kultureller Güter zu wünschenswerten wirtschaftlichen, arbeitsmarktpolitischen oder kreativen Effekten führen kann, ist unbestritten. Gleichwohl stellen diese Effekte keine klassischen Parameter für das Handeln kultureller Einrichtungen dar. Ein öffentlicher kultureller Auftrag führt zwangsläufig zu einem anderen Selbstverständnis als ein Gewinnerzielungsmodell. Der Blick auf die eigenen Bestände differiert erheblich, je nachdem, ob er nach wertvollen oder nach verwertbaren Artefakten, nach kulturellem Nutzen oder wirtschaftlicher Nutzbarkeit sucht. Wie die Restriktionen des Copyrights, die heute nicht Gegenstand dieser Konferenz sind, hat auch die Business Model Perspektive zwangsläufige Auswirkungen auf das Bild, das Kulturerbe Institutionen von der Geschichte und Gegenwart ihres Gegenstandes zeichnen und vermitteln. Nur dass die erste Einschränkung, das Copyright, legislativ gegeben ist, die zweite aber hausgemacht. Ich bin froh, dass in Deutschland die Situation im Augenblick nicht danach ist, dass mit der Deutschen Digitalen Bibliothek eine Zusammenarbeit, ein Projekt gefördert wird, das noch nicht diesen Business Model Überlegungen unterliegt. Ich kämpfe dafür und hoffe dafür auch, Verbündete zu finden, dass Kultur als öffentliche Aufgabe wahrgenommen und demzufolge auch öffentlich unterstützt wird, dass wir nicht gezwungen sind, uns auf den Markt zu begeben, auf dem es ganz andere Player hat, die durchaus mehr in der Lage sind, aus den Materialien, den eigenen wie den fremden Gewinn zu schlagen. Ich bin froh, dass die Deutsche Digitale Bibliothek nahe bei den Kultureinrichtungen und deren Mission bleibt, dass Kulturstaatsministerin Monika Grütters gesagt hat, ja, dass die öffentliche Förderung des Portals ist gegeben, dass die DDB-Geschäftsführerin Folgendes im September gesagt hat, Zitat, anders als Europäer den kooperierenden Einrichtungen freigestellt hat, die Daten unter CC0 zur Verfügung zu stellen, diese also nicht zwingt, die Daten zu allen möglichen Zwecken freizugeben, wird die DDB danach handeln, niemanden zu zwingen, Material nur zur kommerziellen und nicht kommerziellen Weiterverwendung abzugeben und in Europäer zukünftig aufzunehmen. Danke. Ich bedanke mich dafür. Ich finde das den richtigen Weg. Ich möchte mich zur kommerziellen Weiterverwendung letzten Endes gar nicht weiter äußern, nämlich getreu dem Motto Kosten sozialisieren, Gewinne privatisieren. Das kann ja sein in der freien Wirtschaft, das passiert uns allzu oft. Es muss nicht hier passieren, wo es um Kultur und Wissenschaft geht. Hier sollten wir in der Tat mehr Verantwortung übernehmen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.